Die Bewohner von Ghanas Hauptstadt beschweren sich regelmäßig über den Müll in den Straßen von Accra. Ein junger Ingenieur kam deshalb auf die Idee, das Plastik zu verwenden und umzuwandeln in Pflastersteine für Straßen. Ghana produziert 22.000 Tonnen Plastik pro Jahr und nur 2% davon werden recycelt. Der Rest kommt auf Müllhalden und es kostet die Regierung Unmengen an Geld, den Plastikmüll zu entsorgen. Mit dieser Technik können wir alle Arten Kunststoff außer PVC-Rohre für die Herstellung von Pflastersteinen verwenden. Sie sind stärker als die aus Beton, die wir haben. Die Asphaltblöcke werden aus zerkleinertem Plastik und Sand hergestellt und können noch günstiger als die aus Beton verkauft werden. Noch befindet sich die Produktion in einer Testphase. In einem Stadtteil Accras sind die recycelten Plastiksteine aber bereits verlegt. Im Moment benutzen wir sie als Test, damit sie alle sehen können. Wir wollen, dass die Regierung kommt und uns unterstützt und damit mehr Menschen motiviert, uns zu helfen. Bisher können 200 Blöcke pro Tag hergestellt werden. Um die Produktion steigern zu können, braucht das Unternehmen allerdings effizientere Maschinen.